Lange Rede, kurzes Schwert, jetzt gibt es volles Pfund, Gottig 3. Viel Spaß. Ja, ein herzliches Willkommen zu Gothic 3 mit Megamods. Und zwar, in der letzten Folge hatten wir ja mit dem Tempel und den Skeletten zu tun gehabt. So, und jetzt geben wir erstmal die Aufgaben in Trelis ab. Was wir ja so alles so schick erledigt haben. Ja, wie geht's euch? Alles gut? Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was ja noch alles auf uns zukommt. Ja, jetzt werden wir erstmal mal gucken, was wir hier noch so in der Nähe haben. Ach, die Ripper, da hab ich schon mal gar keinen Bock. Ja, wie ihr merkt, ich bin immer noch erkältet. Ich kann euch nicht sagen, was das ist. Nervt kolossal. Wie Sau, also meine Nase ist zu. Und also es ist nicht schön. Ja, also wenn ihr diese ganzen Unterleisten haben wollt, mit den ganzen Kladderadatsch, auf Deutsch gesagt, ja, oder das hier, zack, drüber treten, dann auf den Discord kommen und ja, da habe ich das freigestellt. So, ja, auf alle Fälle erstmal Trelis abchecken und gucken mal hier. Ich weiß noch nicht so richtig. Ach, halt die Klappe. Ich weiß, was du denkst. Mit der Zeit werden sich alle. Oder halt die Klappe, kommt besser vom Helden. Sagst du immer, halt die Klappe. Jawohl. Wessen Gebäude ist das hier? Der Kriegsrat von unserem Herrn. Wack wird hier abgehalten. Morra. Die Ausgrabungen am östlichen Tempel laufen wieder. Das wird aber auch Zeit. Nicht mehr lange und ich bekomme hier Ärger von oben. Hier hast du deinen Sold, Mistkerl. Oh Mann, ich hab dich auch lieb. Aber ich glaube, das ist auch neu hier. Hä? Die Handschuhe, war das immer so? Ich kann es ja gar nicht sagen. Aber ich glaube nicht, oder? So, gib mir noch das schicke Schwert. Ich habe dein altes Schwert gefunden. Wirklich? Zeig her! Tatsächlich, das ist es. Wo hast du es gefunden? Bei den Ausgrabungen am östlichen Tempel. Ich wusste es. Hat Tempek es doch eingesteckt, der Hund. Danke, Morra. Dafür bekommst du auch etwas von mir. Ja, 400 Gold haben oder nicht. Perfekt. So, jetzt könnten wir eigentlich hier zum Halt! Typ. Keinen Schritt weiter! Krimbrock Wachs, Leibwache. Lass mich rein. Na schön, aber benimm dich. Immer. Was ich immer cool finde, dass man dann immer Ruf bei den Orks kriegt, wenn man zu der Anführung kommt. Cooles Ding. Cooles Detail. Schade, dass es früher nicht gab. Das nehmen wir gleich mit. So, werden wir mit. Oh, nee. Und hier hinten sind für die Speedrunner meistens. Hier gibt es einen Triggerpunkt. Da kann man einen Fuck angreifen, ohne dass die anderen das mitkriegen. Wie man da drauf kommt, ich weiß es nicht. Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Geile Rüstung. Sieht auch richtig mega cool aus. Die Details, man sieht halt, dass es ein Ork-Anführer ist. Mega. Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold.
Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Ich sage, wir rotten sie aus. Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch. Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemora. Ich würde Nemora gern ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich. Ich komme im Auftrag von Urkas, dem Lagermeister von Kapdun. Was hast du zu sagen? Urkas braucht Bolzen von höchster Qualität. Bolzen aus eurer Stadt. Er braucht jeden Monat eine Ladung von 200 Bolzen und 300 Klingbolzen, damit der Bedarf der Stadt gedeckt ist. Bedarf der Stadt? Welcher Stadt? Kapdun ist nicht einmal ein Dorf. Was ist Urkas bereit zu zahlen? Ich lasse meine Leute nicht umsonst arbeiten. Das muss Milok mit Urkas regeln. Ich soll nur die Verbindung aufbauen. Meinetwegen. Dann soll sich Milok darum kümmern. Geh zu ihm. In Ordnung. Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Nur Belia weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn! Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Puh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich weiß, was du denkst. Woher soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Am besten, du gehst zu den Bauern in der Umgebung und forderst die Pacht ein. Geh zum anliegenden Tempel und lass dir alles geben, was der Trupp dort aus dem Tempel geborgen hat. Den Rest des Goldes musst du dir wohl woanders besorgen. Ist mir egal, wie du das anstellst. Nur mach es schnell. Verstehe. Wir müssen denken, bevor wir handeln. Wenn ihr euch die Rebellenjagd anschließen wollt, sprecht mit Taurus. Oh, okay. Ja, also 50.000... Ich hatte das gemacht, dann habe ich riesen... Halt! Ach, keine Klappe. Dann hatte ich einen riesen Ärger bekommen von den Rebellen, dass ich ihm 50.000 gegeben habe. Ja, also diesmal... Was kann man jetzt machen mit dem Taurus? Fuck hat gesagt, dass du für die Jagd... nee. Erstmal noch nicht. So, was haben wir denn jetzt eigentlich noch zu tun? Also beim Chef, wo waren wir jetzt? So, Bauernhof. Irgendwo dort hinten war doch dieser komische Bauernhof und dann kommen die Waldläufer irgendwo. Ja,
ja. Okay. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Oh, ist jetzt haben wir Pilz. Immer gut. Erstmal meine. Ja. Ah, die Grafik. Echt schön gemacht. Ganz toll gemacht. Irgendwie der Regen sieht jetzt irgendwie auch ein bisschen besser aus. Ich hab schon einen Eindruck. Oh, was ist denn jetzt los? Entschuldigung. Erstmal den Stemmer ja kalt machen. Fünf. Und. Oh ja, klar, wieder durch. Wie es sich gehört. Ja, und einmal nochmal durch. Ach, wie mich das ankotzt. Also Snappers sind echt verbuggt ohne Ende. Ah ja, halt die Klappe. Zack. So, gehen wir mal fix hoch zu den Weitläufern. Ah ja, wartet, ich bin gleich da. Der Chef ist gleich da. Der Boss in der Welt. Oh, da ist aber ein Lukablenbauer. Den will ich mitnehmen. Weg mit dir. Ende des Missvieh. So. Oh, ja. Beim Chef ist eh jemanden. Ja, sorry. Sorry. Oh, shit. Der hat mich mal voll abgezogen. Mach mal kurz schweben. Mein Gott, ey. So. Krieg ich dich doch noch. Oh, es kommt da wieder an. Geh mir doch nicht auf den Sack, du Typ. Shit, ey. Das kann gerade vorbei sein, dass sie nicht zurückgesetzt werden. Dann habe ich ein richtiges Problem. Das kann passieren. Das war absolut fatal. Oh, die drei, die gehen wir jetzt schon auf den Kranz. Naja. Scheiße. Okay. Langschwert. Weitläufer gucken. Entschuldigung, wenn ich belüsten muss. Oh, es ist furchtbar. So, Hauptsache, die lassen mich jetzt in Ruhe. Ah ja, haben wir noch ein paar Orks. Das ist gut. Ups. Jetzt hab ich auch eine Nagelkeule und alles. Naja, was soll's. Braucht ja alles eh nicht mehr. Weitläufer sind sowieso. Ach, ich weiß nicht. So. Ganz komische Kandidaten. Aber man kann eben auch alles mitnehmen. Das interessiert die nicht. Naja, okay. Quatsch mal erstmal mit dem Tor. Da ist so eine ganz, ganz lieb zu uns jetzt. Du bist zu laut. Du vertreibst das ganze Wild. Ich bin Thorn, Druide und Krieger Adanos. Und du bist anders als die anderen. Woher glaubst du mich zu kennen? Du bist rastlos, Entscheider, ohne Heimat. Ich kenne das. Du bist wie ich. Wenn du zu lange an einem Ort bist, glaubst du, das Leben nicht mehr zu spüren. Du bist Krieger Adanos. Sieh dir an, was die Tiere Beliars angerichtet haben in ihrer Gier. Kaum noch Menschen, die frei und ohne Angst leben können. Ich bin der Schrecken, der über die Orks kommen wird, wenn sie es wagen, die Wälder anzugreifen.
Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Trelis verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Belias. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Der ist aber auch nicht ganz glatt, oder? Bring mir bei, wie ein Druide zu kämpfen. Ich weiß, wer du bist, Entscheider. Und so weiß ich auch, dass dein Weg nicht von den Göttern bestimmt wird. Wer sagt mir, dass du die Macht der Druidensteine nicht gegen uns Druiden richtest? Erzähl mir von den Druidensteinen. Es sind die heiligen Steine Adanos, die Quelle unseres Seins. 6 an der Zahl. 6, wie die Zahl ihrer Herren. In jedem wohnt die Kraft eines Tieres. Mein Stein ist der Stein des Snappers. Stell mich auf die Probe. Geh nach Geldern und überzeuge die Menschen dort an deiner Seite, gegen die Orks zu kämpfen. Dann werde ich dich die Druidenmagie lehren, Entscheider. Okay. Zeig mir deine Ware. Aber nur Müll, der Typ, ne? Also da hat nur Müll. Alter, wie viel bringt denn der Bogen? 2000? Eigentlich müsste er alle umhauen. Das war natürlich optimal. So, ausgleichen. Danke und tschüss. Ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Du bist ein Mann der Tat. Und keine Angst, dir die Hände schmutz zu machen. Einer meiner Männer hat mich verraten und ist weggelaufen. Die Strafe für die Bruch des Schwurs von Adonis ist da tot. Ich werde mich um diesen Verräter kümmern. Irgendwelche Vorschläge, wo ich ihn finden kann? Meine Männer sahen in Richtung Trelis laufen. Er wird die Festung nicht betreten, also überprüfe die Bauernhöfe. Verräterischer Verfolger. Okay. Jetzt kommt's. Okay. Ja, machen wir später. So, okay. Und wieder so ein Snapper. Und klappt's jetzt? Natürlich nicht. Und jetzt? Na gut, jetzt habe ich nicht getroffen. Ich treffe nicht. Es ist zum Kotzen. Wirklich. Halt die Klappe, du Vieh. Oh, es ist so nervtötend, dass man die nicht trifft. Aber schön, dass wir jetzt in Trelis sind. Coole Sache. Erstmal noch den Pellet. Teleporterstein noch holen? Was ist denn jetzt los? Oh nein! Eine Blutfliege. Oh, Gott sei Dank. So, wo war denn? Wo war denn? Da waren die Ogre. Davor war aber noch eine Kiste. Hier. Ja, ist er. Achso, okay. Jetzt haben wir einen Teleporterstein. Okay. Welcome to the Geldern. Let's go. Oh Mann. Wie geil ist das denn, englisch in Geldern anzukommen? Ist ja mega cool. So, reden wir auch mal mit der Frau. Wo willst du hin, Mora? Du ehrloser Dieb. Glaubst du wirklich, du kannst mich besiegen? Leute, es gibt einen... Der hat mal gar nichts drauf. Leute, es gibt ein... Und weg mit dir. Nepoks Schlüssel. Okay. Todesbeutel hat er. Okay. Ja, als allererstes erstmal Taschendiebstahl. Das haben wir ja von Tege oder von Loris gelernt. Von daher. So, da fette Schnitzel noch neiballern.
und noch einen schönen Eintopf. Und das in unsere Mahlzeiten getilgt. Wirbel um der Schädel. Wer bist du? Ich bin Nemrok. Ich kümmere mich um die Belange der Schamanen. Begegne ihnen mit Ehrfurcht, sonst wirst du meine Klinge spüren. Ich hoffe, wir verstehen uns. Was für ein Tempel ist das hier? In diesen Hallen befindet sich der Hauptsitz der höchsten Würdenträger der Schamanen. Unser Anführer Grog regiert von hier aus die alte Alchemistenstadt Geldern. Ich will mich in den Dienst der Schamanen stellen. Du bist ein kräftiger Bursche. In den umliegenden Minen kannst du deine Manneskraft unter Beweis stellen. Aber vielleicht bist du ja gut im Kampf. Dann wärst du besser bei den Söldnern oder bei den Gladiatoren aufgehoben. Die Schamanen empfangen Männer, die einen guten Namen in der Stadt haben. Was sind die Belange der Schamanen? Wir schürfen Gold, Schwefel, Artefakte und andere wertvolle Bodenschätze für sie, Mora. Die Minen müssen ertragreich sein. Das ist meine Aufgabe. Erzähl mir was über Xardas. Der Magier kennt das Wirken der Götter. Er trägt das Wissen vieler Leben in sich. Er ist erwählt. Erwählt von Belia, seine Macht zu tragen. Naja, eigentlich hat er sich die Macht genommen. Wir suchen Artefakte. Mehr ist im Moment nicht wichtig. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Nein, wir... Ich will für dich arbeiten. Normalerweise lasse ich mir von einem Morra höchstens eine Keule Fleisch bringen. Aber ich denke, für einen Kämpfer hätte ich eine Aufgabe. Ich brauche einen neuen Boten. Was ist mit deinem letzten Boten passiert? Er wurde von Minecrawlern gefressen. Was hätte ich zu tun als dein Bote? Du würdest in meinem Namen zu den Minen gehen, dich über die ausbleibenden Erträge informieren und sie zu mir bringen. Und wenn die Minen nicht ertragreich sind, dann wirst du sie wieder in Gang bringen. Ganz einfach. Was wirst du in der Zeit machen? Werde nicht anmaßend, Morra. Sonst kann ich dir mal zeigen, wer die Herren dieser Stadt sind. Oh, das hat man ja gemerkt, wie schlecht du bist. Gut, ich übernehme den Job. Dann fang endlich an und hör auf, nur darüber zu reden. Was brauchst du von der Schwefelmine? Das faule Pack in der Schwefelmine im Norden hat mir 30 Schwefelbrocken zugesagt. Geh und treibe sie ein. Aber er weiß da wegen der Schwefelmine. Was soll ich mit den Goldminen machen? Ich warte schon seit Tagen auf 50 Goldbrocken aus den Minen im Norden. Geh und bring sie mir. Wie du das anstellst, ist mir gleich. Woher bekomme ich Artefakte für dich? Viele Artefakte haben wir aus der Wolfsmine herausgeholt. Jedoch ist die Mine im Moment verlassen. Ein Rudel Stollenwölfe hat sämtliche Sklaven gefressen und die Wärter gleich mit. Besorge dir aus dem Sklavenviertel einige eifrige Sklaven und bring die Wolfsmine wieder in Gang. Die Sklaven werden dir den Weg zur Mine zeigen. Doch vergewissere dich, bevor du die Sklaven zur Wolfsmine bringst, dass die Stollenwölfe fort sind. Ich weiß, was du denkst. Wo finde ich noch Artefakte, außer in der Wolfsmine? In diesem Teil Myrtanas, um Geldern herum, ist eine große Menge an Artefakten zu finden. Wir sind bisher noch nicht dazugekommen, alle Bereiche zu erschließen. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was dort zu holen ist, und bring es mir. Gibt es Minen im Süden von Geldern? Dort gibt es eine verlassene Mine. Jedoch graben wir dort nicht mehr. Sie warf nicht mehr genug ab. Oh Mann, da haben wir ja riesen Aufgaben von den Nemrok gekriegt. Das ist schon ein ganz schöner Arsch. Aber ansonsten geht's ja. Jared. Willkommen in Geldern, Fremder. Was kann ich für dich tun? Du bist Händler? Richtig.
Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bringe sie mir. Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten versteckt sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Du redest wie einer, der das Diebeshandwerk versteht. Ich kenne viele Diebe. Das bringt der Artefakthandel so mit sich. Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesen Dingen. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Ich kenne Laris. Ich könnte ihn dir vorstellen. Würdest du das tun? Mensch, das wäre mir glatt 1000 Goldmünzen wert. Ich sehe, was ich tun kann. Also, Digga, was selbst du? Du siehst ihn jeden Tag, wenn du rausgehst. Siehst du denn? Das gibt doch nicht. Na, endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Hier steckst du also, Laris. Wieder auf der Lauer nach fetter Beute? Tja, ein Dieb kann seine alten Gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen. Ich hab da eine große Sache am Haken. Ich wette, das wird dich auch interessieren. Okay. Wo gibt's hier was zu holen? Ich habe einen Job von einem reichen Assassinenhändler angenommen. Er sagt, dass die Schamanen im Tempel 6 sehr wertvolle Goldteller aufgestellt haben. Die will er haben und ist bereit, eine verfluchte Menge Gold dafür abzudrücken. Wer ist dieser Händler, für den du arbeitest? Ein reicher Assassin aus der Wüste. Uninteressanter Kerl. Aber er hat Gold. Verstehe. Ich reiß dir den Kopf. Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein. Aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Wie hört sich das an? Klingt fair. Okay, Laris, bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz abchecken, was hier hinten abgeht. Alter, den dünnen gleich mal verbrennen hier. Halt! Keinen Schritt! Ach, halt die Klappe. Noch ein! Ich werde dich zerschmettern. Alter, um was geht's denn hier, ey? Ja, okay. Oh Gott, total. Oh. Ich werde dich nicht töten. Töten. Krass. Dann haben die auch schon mal kalt gemacht. Okay. So, wieder alle an ihrem Posten. Jawohl. So, Laris, ich hab mal kurz geguckt, ob alles in Ordnung ist. Wo bist du? Hey, Laris? Ach, da. Es ist deine Ehre. Der Regen regt mich auf. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich hab schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. Mega Quest. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Bring mir bei, unmögliche Schlösser zu knacken. Diese Schlösser sind doppelt und dreifach gesichert. Du musst dich ganz vorsichtig mit dem Dietrich an die richtige Stelle des Schlosses tasten. Dann kannst du mit einem schnellen Ruck das Schloss öffnen. Aber pass auf, es hört sich leichter an, als es ist. Ich bin ein krasser Typ halt. Dazu bist du noch nicht bereit. Zeig mir, wie ich unmögliche Taschendiebstähle ausführe. Die nötigen Handgriffe kennst du längst. Du bist doch Rechtshänder, oder? Halte deine rechte Hand immer in Bewegung. Fuchte damit herum. Am besten direkt vor seiner Nase. Das wird ihn so ablenken, dass du mit der linken Hand gefahrlos zugreifen kannst. Glaub mir, der Trick funktioniert immer. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Wenn du so weitermachst, wird das nie was. So, also ich brauche vom Meister. Dazu bist du noch nicht bereit. 10, Diebestalent, 24 Jahre geschickt. Okay, das war kein Problem eigentlich. So, okay. Samuel, alter Atze. Aber ich hab da eigentlich gerade keinen Bock drauf. Quatsch mal hier hoch.
mal abchecken, was hier abgeht. Okay. Jetzt haben wir jetzt Truhe. Hab ich hier irgendwas Cooles? Gesundheit. Oh, Schrecken. Ist gut. Du meine Güte! Weg hier! Ich sagte, weg mit der Magie. Scheiße! Nichts wie weg! Weltklasse. Los geht's. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Ich habe mit Laris gesprochen. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, ja, bleib mal auf dem Teppich. Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. Danke, Typ. Bist sexy. So, dann machen wir mal hier hoch, hier. Zum Kollege. Falsche Knopf. Oh shit, da guckt mich aber an. Na gut, dann eben nicht. Wenn sie dich geschickt haben, mir zu sagen, dass es schneller gehen soll. Wie bitte? Schon gut. Ich dachte, du wärst hier, um die nächste Lieferung an die Orks einzufordern. Was lieferst du den Orks? Ich bin Alchemist, was werde ich schon für die Orks machen? Tränke natürlich. Dieses kriegerische Volk hat einen unmenschlich hohen Verbrauch an Heil- und Mana-Tränken. Kannst du mir Tränke verkaufen? Nicht nur das. Ich habe auch einige seltene Artefakte. Interesse? Nee, kein Interesse. Danke dir. Aber das haben wir schon mal geklärt. So. Und bei der nächsten Folge reden wir mit Marius. Vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich zur nächsten Folge. Vielen Dank und bis bald. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen über Gurtig 3. Lasst einen Kommentar da und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder hören. Lasst ein Abo da, wenn ihr auch Fan seid von Gurtig. Vielen Dank und alles wird gut.